wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Guten Morgen, Leute. So, ich weiß es jetzt 9.24 Uhr. Cool. Ich habe es 6 Minuten früher geschafft, als ich gedacht habe. Oh. Bin erst vor etwa 30 Minuten aufgestanden, ne? Ungefähr. Erstmal alles anmachen, erstmal Kaffee trinken, erstmal wach werden, ne? Oh. Und dann gut geschlafen. Nein, weil ich alleine geschlafen habe. Wenn ich alleine pinne, schlafe ich nie besonders gut. Was gibt's heute zum Frühstück? Gar nichts. Ich bin normalerweise echt nicht der Frühstücker. Könnte eigentlich zum Bäcker und mir was vom Bäcker holen, aber ich bin echt nicht der Frühstücksmensch. Kaffee gibt's heute und das war's. Crack bin ich jetzt. Ich bin nur einfach mega müde. Obwohl ich eigentlich mehr als genug geschlafen habe, aber das ist immer das Problem. Deswegen schlafe ich nicht gerne so lange. Wenn ich mal wirklich lange schlafe, und das habe ich jetzt heute, das waren 9,5 Stunden, die ich geschlafen habe, dann bin ich einfach so matsch im Hirn, wenn ich aufstehe. Deswegen schlafe ich nicht gerne so lange. Deswegen schlafe ich gerne nur immer mal eine Stunde, immer nur mal 2-3 Stunden oder mal 3-4 Stunden. Und dann bin ich, wenn ich aufstehe, bin ich fitter wie sonst was. Aber wenn ich wirklich mal länger als 5 Stunden schlafe, dann bin ich hinterher so matsch im Hirn. Die Sachen auf der Amazon-Wunschliste sind deswegen auf der Amazon-Wunschliste, weil ich grundsätzlich nichts annehme. Wenn die Leute, wenn es halt per Amazon kommt, beziehungsweise wenn es halt geschickt wird von Amazon. Ich möchte nicht, dass ihr vorbeikommt, ich möchte nicht, dass ihr mir was vorbeibringt, ich möchte nicht in irgendeiner Art und Weise auf meinem Privatgrundstück oder in meinem Haus oder auf meinem privaten Leben, in meinem privaten Leben belästigt werden, da ich von früh bis abends, von morgens bis abends, wie auch immer, den ganzen Tag 24/7 belästigt werde von irgendwelchen Leuten. Weißt du schon, was du heute zum Mittag machst? Nein, also ich habe überlegt, ich mache mir wahrscheinlich Nudeln. Mit einer Soße. Vielleicht mache ich mir noch Gemüse dazu. Ich habe noch Gemüse da. Mal schauen. Ich selbst nehme normalerweise nicht mehr Tabletten. Ich habe mir jetzt mal Tomaperin gekauft, also Kopfschmerztabletten. Habe eine genommen, weil ich brutale Kopfschmerzen hatte. Aber die Packung reicht mir locker mal. Ach, die reicht mir locker mal 2-3 Jahre mindestens. Weil ich nehm nicht einmal Kopfschmerztabletten, wenn ich Schmerzen habe. Also ich bin da unvernünftig. Ich bin da einfach anders. Also ich hasse sowas. Ich habe kein Problem damit, Tabletten an sich zu nehmen, zu schlucken und so weiter. Das ist kein Thema. Aber ich mag es halt nicht, Tabletten zu nehmen, weil ich nie weiß, ne, was ist da drinnen und so. Und keine Ahnung. Ich werde jetzt dann meinen Kaffee austrinken, dann werde ich mir einen neuen Kaffee machen, dann werde ich mich hinsetzen und ein bisschen ummodeln. Ich werde jetzt dann hergehen und dann noch ein bisschen The Legend of Zelda zocken oder, das dürft ihr dann entscheiden, ob wir Zelda spielen oder ob wir Animal Crossing spielen. Zelda spielen wir ja den Master-Modus, aber das sehen wir dann. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch, wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann jetzt sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.